Ja, wehen, meine Freunde, und willkommen zur letzten Mission hier bei diesem ewig alten Pharao-Let's Play. Wir sind jetzt in der wunderschönen werdenden Stadt genau da sind wir. Und wir haben ganz schön was vor uns. Aber bevor ich mich hier reinstürze, kriegt ihr noch zum letzten Mal vorerst einen kleinen altägyptisch-Geschichts-Input. Wenn ihr das überflüssig findet, euch das nicht interessiert, klickt auf den Timestamp in der Beschreibung und die anderen bleiben jetzt einfach hier dran. Wir befinden uns auch diesmal wieder in der Zeit der 18. Dynastie und werden diese Epoche auch nicht verlassen, denn hier endet eben die Kampagne des Grundspiels Pharao, aber die nächsten Missionen, quasi die ersten Missionen des Kleopatra-Add-ons, spielen auch zur Zeit der 18. Dynastie und decken dann auch noch die Zeit danach, die 19. Dynastie, quasi mit ab, die ebenfalls zum Neuen Reich zählen. Wir haben uns bei der letzten Mission ja nur die ersten 5 Könige quasi angeschaut. In der 18. Dynastie haben mit Hatschepsut aufgehört. Und ja, da soll es jetzt nochmal ein Stückchen weitergehen. Nach der Herrschaft der Hatschepsut konnte nämlich endlich Thutmosis III. Regieren, der zuvor als minderjähriger Mitregent von seiner Stiefmutter und Tante weggedrängt wurde, da Hatschepsut eben allein regieren wollte. Ob Hatschepsut eines natürlichen Todes starb, den Thron abgab oder ob da irgendjemand nachgeholfen hat, das ist bis heute nicht gesichert. Und im Laufe von Thutmosis Herrschaft sollen auch, sollte versucht werden, alle möglichen Hinweise auf die Herrschaft Hatschepsuts zu zerstören. Das heißt, es wurden Statuen quasi geköpft, es wurden Gesichter auf Reliefs ausgekratzt und alles sowas. Diesen Vorgang hat man bei vielen ägyptischen Pharaonen tatsächlich und auch später vor allem bei den römischen Kaisern, wie zum Beispiel Nero oder Commodus. Und deswegen nennt man das Ganze heute auch nach der lateinischen Bezeichnung Damnatio Memoriae. Die es ja zum Teil zum Beispiel bei der Entstalinisierung sogar in der Moderne gibt. Aber im alten Ägypten lässt sich schwer sagen, ob es diese, wie erfolgreich diese Damnatio Memoriae tatsächlich war. Weil man wenig Statuen findet, heißt das ja nicht, dass sie zerstört wurden, sondern es kann ja auch einfach sein, dass nicht viele erhalten sind, dank des Zahns der Zeit. Da Hatschepsut allerdings wirklich sehr, sehr viele Statuen von sich selbst anfertigen ließ, musste diese Damnatio Memoriae schon eine ganz schöne Arbeit gewesen sein und hat eben auch nicht so gut funktioniert, sonst würden wir heute nicht immer noch so viele Statuen von Hatschepsut haben. Thutmosis III. Führte auch einige Bauprojekte seiner Vorgängerinnen fort und erweiterte bestehende Bauwerke. Und wer diese Videos hier fleißig verfolgt, kennt vielleicht auch schon dieses Bild. Und zwar hatten wir ja die Mission in Semna, noch zu Zeiten der 12. Dynastie unter Sesostris III. Und in diesem Semna gab es einen Tempel, der dann unter Thutmose III. Ausgebaut wurde und neu gewidmet wurde. Einmal seinem großen Vorbild Sesostris III. Und dem nubischen Gott Dedwen. Obwohl die Nubier ja eigentlich die schlimmsten Feinde waren, um die zu verscheuchen, wurde ja Semna überhaupt erst gebaut. Dass nubische Götter immer mehr auch in Ägypten verehrt wurden, hängt letzten Endes mit dem zusammen, für das Thutmosis III. Heute noch bei Historikern am meisten bekannt ist und betrachtet wird. Denn Thutmosis III. Hat auch den Beinamen Napoleon der Pharaonen. Denn in vielen, vielen Feldzügen führte er die Eroberungen seiner Vorgänger im großen Stil fort und eroberte weitere Teile Kleinasiens, eben bis in die heutige Türkei und den Großteil des übrig gebliebenen Kuschitenreichs im Süden in Nubien. Und durch diese Ausdehnung des ägyptischen Reichs fanden auch die eroberten Kulturen immer mehr den Einzug nach Ägypten, so eben auch die nubischen Götter. Damit diese vielen Feldzüge auch funktionieren, wurden neben den Milizsoldaten, die per Wehrpflicht eingezogen wurden, auch Berufssoldaten aufgestellt, deren Offiziere in den ersten Militärakademien der Geschichte ausgebildet wurden.
Deswegen können wir auch jetzt in Pharao Akademien bauen, seit einigen Missionen schon. Und diese Berufssoldaten standen gesellschaftlich über dem einfachen Volk. Deswegen wurde dieser Status auch immer beliebter und natürlich wurden damit Stück für Stück diese untrainierten, unqualifizierten Milizsoldaten immer mehr von professionellen Berufssoldaten verdrängt. Durch sein Vordringen nach Kleinasien machte sich Thutmose III. Natürlich viele Feinde und es kam zu großen Schlachten. So sollen sich 330 Fürsten in der Region des heutigen Palästina, Syrien, Israel und so weiter zu einer Koalition zusammengeschlossen haben, die dann aber vom ägyptischen Heer unter der Leitung von Thutmose III. Vernichtend geschlagen wurde. Und Thutmoses führte dabei sein Heer, was schätzungsweise zwischen 10.000 und 20.000 Mann stark war, eben nicht durch die normale Route, wo sie erwartet wurden, sondern durch einen engen Gebirgspass, wirklich Mann für Mann hintereinander in einer Reihe. Und man überrumpelte quasi das Lager der feindlichen Koalition bei Megiddo. Diese große Schlacht war nicht nur der Startschuss des dann anfangenden ägyptischen Imperialismus in Asien, sondern sollte noch viel, viel später eine große Rolle spielen. Denn an diesem Feldzug hat sich ein gewisser Edmund Allenby während des Ersten Weltkriegs orientiert, der ebenfalls seine Truppen durch Palästina schickte, um das Osmanische Reich immer weiter zurückzudrängen. Und es kam im September 1918 ebenfalls zu einer großen Schlacht bei Megiddo. Und Allenby hat tatsächlich eine ähnliche Taktik verwendet, wie schon Thutmose III. Über 3000 Jahre zuvor. Mit Erfolg. Und Edward Allenby gab dann auch hinterher an, dass er ein aktuelles Werk zur alten altägyptischen Geschichte tatsächlich kurz zuvor las und sich dann quasi vor Megiddo bei der Planung der Schlacht erinnerte an diese erfolgreiche Schlacht von Thutmose III. Und sich davon inspirieren ließ. Die Eroberungen Thutmoses III. Wurden dann von seinem Sohn Amenophis II. Und seinem Enkel Thutmose IV. Abgeschlossen und durch eine komplexe und ausgeklügelte Heiratspolitik gesichert. Unter anderem heiratete Thutmose IV. Selbst die Prinzessin des Mitanni-Reiches in Syrien, mit dem man jahrzehntelang vorher im Krieg war, die auch unter anderem diese große Koalition quasi kontrollierten oder anführten. Nach den kriegsreichen Jahrzehnten, also unter Thutmose III. Und auch Amenophis II., sorgte dann Thutmose IV. Für Stabilität in Ägypten und Ägypten erreichte eine neue Zeit kultureller Blüte. Nicht zuletzt auch dank der rund 300 Kilogramm Gold, die man jedes Jahr aus Nubien bekam als Tribut. Dadurch konnte man nicht nur so schöne Goldstatuetten und Figürchen anfertigen lassen, wie ihr seht, sondern mit dem vielen Geld konnten natürlich wieder große Bauprojekte finanziert werden. Unter anderem haben wir da zum Beispiel den größten erhaltenen, fertiggestellten Obelisk, der heute aber nicht mehr in Ägypten steht, sondern in Rom auf dem Platz vor der Lateransbasilika, weil den mal die römischen Kaiser von Ägypten mitgebracht haben. Und unter dem nächsten Pharao, dem Sohn von Thutmose IV., nämlich Amenophis III., wurden einige riesige Tempelanlagen gebaut. Der hat sich also nochmal große Bauprojekte, Kolossalbauten vorgenommen, von denen heute wo die berühmtesten Überbleibsel die Memnon-Kolosse in der Nähe des Tals der Könige sind. Bis hierher erstmal zur 18. Dynastie. Ihr merkt, wir sind immer noch mittendrin in dieser riesigen Epoche und eigentlich wird es jetzt bei Amenophis III. Erst so richtig interessant mit so Fragen wie zum Beispiel Ägypten innerhalb von wenigen Jahren nach Jahrtausenden von der polytheistischen Religion mit tausenden Göttern wechselte zur ersten monotheistischen Religion der gesamten Weltgeschichte. Dann die Frage, wer ist eigentlich diese Nofretete gewesen, deren Büste man ja in Berlin bestaunen kann. Und was hat es eigentlich mit Tutanchamun auf sich? Wer war das? Warum kennt man den? Und was hat es eigentlich mit diesem Fluch des Pharao auf sich? Ganz viele Fragen, die ich mir aber aufhebe, entweder für den Startschuss des Let's Plays dann zu Pharao Kleopatra, sobald die Remastered-Version rauskommt, oder wenn ihr sagt, hey, jetzt hast du ja mal angefangen,
Geschichte Ägyptens mal richtig aufzuarbeiten. Habe ich Bock drauf? Mach doch mal eine eigene Videoserie draus. Hätte ich persönlich auch Lust dran. Könnt ihr mir ja ein bisschen Feedback geben, wie ihr das seht, ob man vielleicht eine eigene Videoreihe draus machen sollte, dass sich diese Input-Videos nicht in den Let's Plays verstecken, sondern dass man die einzeln findet. Aber ja, so viel erstmal dazu. Ansonsten war es das quasi vorerst mit diesen Geschichtsinputs und jetzt geht es los. Auf in die letzte Mission. Okay, los geht's. Wir haben einiges vor uns. Die 12.000 Einwohner, die wir am Ende haben müssen, die sind eigentlich total Pillepalle. Auf die kommen wir locker, weil diese Map ist unfassbar groß. Wir haben richtig viele Orte, um Getreide anzubauen. Das ist unsere einzige Farm, die wir haben, dummerweise. Das heißt, wir müssen Gerste wieder importieren. Yay. Wir müssen Flachs importieren. Und hier gibt es Vögel. Wir haben noch andere Nahrungsquellen, glücklicherweise. Wir können noch Fischerboote bauen. Wir können noch Jagdhöfe bauen. Wo auch immer hier das Wild rumrennt. Weiß ich gar nicht, sehe ich gar nicht. Hier gibt es nur Nilpferde. Ich weiß nicht, ob die Ägypter unbedingt Nilpferde essen wollen. Ansonsten sind es wahrscheinlich wirklich die Vögel, die hier jagen werden. Da haben die natürlich ein ganz schön weites Stück, wenn ich hier anfange, die Stadt zu bauen. Und ich muss hier dieses Stück offen lassen, denn unser erstes großes Ziel ist dieses riesige Ding. Der große Lehmziegel-Pyramiden-Komplex. Der hat an sich überall hier noch Möglichkeiten. Den kann man auch eigentlich hier so weit ransetzen wie möglich. Hier, wo dann dieses komische zerstückelte Schilfgebiet anfängt. Das ist also, okay, wir haben hier also noch jede Menge Platz. Und da wir hier unfassbar viel Schilf haben, würde ich auf jeden Fall zuerst auch sagen, unsere Wirtschaft geht in Richtung Schilfabbau. Beziehungsweise dann Papyrusherstellung. Ich gucke nochmal, ich will natürlich nicht auf sehr einfach. Einfach, ich versuche es mal auf einfach. Weil auf normal habe ich ja schon mal festgestellt, dann, wenn ich hier erzähle und labere so wie jetzt gerade und nicht immer pausiere, was ja auch doof ist, dann verliere ich hier einfach gerne mal den Überblick. Aber wenn ich das alleine für mich unkommentiert spielen würde, dann wäre wahrscheinlich normal auch machbar vielleicht. Wie dem auch sei, wir müssen hier auch auf 80 Kultur und 80 Wohlstand kommen. Auf die 80 Wohlstand bin ich sehr gespannt. Ich fürchte, wir müssen diese riesigen Palastanlagen hinbekommen, damit die diese Durchschnittsqualität der Häuser nach oben drücken. Ja, wir haben hier und da noch ein paar Grabbeigaben zu erledigen, aber ich denke, das ist dann Kleinkram. Das geht super schnell. Wir müssen auch noch ein Mausoleum bauen. Wir können nichts davon abbauen. Also keinen Kalkstein und keinen Sandstein für das Mausoleum. Aber wir haben ja Getreidefarmen und Tongruben. Das heißt, wir können immerhin selbst mit dem Stroh, das wir übrig haben, Ziegel herstellen. Und da das ja die Hauptkomponente schlechthin ist, wir brauchen wahrscheinlich hunderte, tausende Ziegel, ist das schon mal ganz gut. Den Rest müssen wir Stück für Stück importieren, dummerweise. Es gibt noch keine Handelsrouten tatsächlich für Kalkstein. Für Sandstein gibt es schon. Das heißt, sobald wir den Papyrus, den können wir schon exportieren, sobald wir den exportieren und da Geld reinkommt, würde ich auch gleich anfangen, Sandstein zu sammeln. Aber jetzt sollten wir erstmal loslegen mit überhaupt der Stadt. Wir brauchen erstmal Fähren. Ohne Fähren geht ja gar nichts. Oh, ich muss erstmal entpausieren. Habe ich die Geschwindigkeit auf der richtigen? Yo. Passt. Also, ich will erstmal hier eine Fähre, weil sobald hier sich die Leute dann sortieren und hier die Schilfproduktion anfängt, will ich auf jeden Fall dann auch gleich hier Holz abbauen. Weil zum einen gibt es davon eine ganze Menge. Zum anderen kann ich dann gleich die Werften beschäftigen und entsprechend Fischerboote bauen. Wie es hier mit Militär aussieht, weiß ich gerade gar nicht. Seth ist hier nicht dabei bei dieser Mission. Deswegen hoffe ich mal, ich brauche kein Militär. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht. Ist aber auch egal. Wir müssen erstmal hier mit den Grundbedürfnissen anfangen, sprich Getreide. Dann können wir ja, das Schöne ist, dann kann man auch schon Stroh sammeln und dann kann man auch schon die Tongruben bauen. Die brauchen wir so oder so fürs Geschirr. Und das heißt, da gibt es dann auch die ersten Ziegel in Arbeit.
Und ich überlege gerade, ob das sinnvoll ist, wie ich das hier gerade tue. Na gut, ich kann ja, eigentlich kann ich hier und da dann nochmal eine Straße hier reinziehen. Für den Anfang, ja, für den Anfang reicht das. Denke ich. Ja, hier, so. Und das alles mit der Streets kombinen. Ja, das funktioniert nicht. Miest. Dann muss es hier einmal der lange Weg sein. Oh, 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 okay. Das ist nicht cool. Das funktioniert schon mal nicht. Das funktioniert. Das nicht. Verdammt. Da muss ich jetzt schon wieder umdenken. Blöd. Sehr blöd. Vor allem, wenn das hier so langsam geht. Also hier komme ich hin. Und dann komme ich hier hin. Aber dann habe ich eben nicht nochmal Platz. Ach, Mist. Kann ich Schilf entfernen? Nö. Das funktioniert nur bei Holz. Schade. Dann habe ich hier ein Feld weniger zur Verfügung. Naja, das soll ja jetzt erstmal, denke ich, kein so großes Problem sein. Kriege ich hier eine Straße dazwischen? Nö. Geht es hier irgendwo? Nope. Hier. Toll. Das ist auch überhaupt nicht kompliziert. Naja, gut. Das wird also nichts. Hier, Nilpferde. Man kann natürlich, vielleicht wäre es ganz sinnvoll, wenigstens Bogenschützen auszubilden, um Jagd auf Nilpferde zu machen. Damit die nicht permanent meine Farmen und was hier überhaupt so an der Küste und unterwegs ist, verspeisen, wie das Nilpferde ja gewöhnlicherweise so tun, natürlich. So, da gibt es hier einmal Straße. Und dann fange ich hier mal meinen ersten Wohnblock an. Würde ich sagen. Obwohl, ich kann. Warte mal. Ich baue vielleicht. Ah ja, komm, bis die da sind. Also hier das obligatorische. Ein wenig Gärten. Und dann hier die ersten Häuser. Fange hier gleich mal an mit Betrieb. So, ich habe jetzt schon wieder ein paar Wochen nicht gespielt. Jetzt muss ich wieder überlegen, wie ich diese schönen Blöcke hier gebaut habe. Ich glaube irgendwie so und so. Dann wieder Straße natürlich. Genau. So. Dann hier haben wir Häuser. Und hier nochmal Häuser. Mach das mal so. Zisternen. Ja, ist nicht ganz schön. Ist egal. Ich will jetzt hier erstmal loslegen. Nicht lang schnacken. Arzt. Und ich baue erstmal jedem einen Schrein. Den hau ich hier mal rein. Ich habe nie so richtig verstanden, wie der Radius von den Schreinen funktioniert. Wenn es um Religion geht, aber ich baue jetzt mal jeden einen Schrein und unser Chefgott ist Bastet. Mensch, die hatten wir ewig nicht mehr. Dann kriegt Bastet hier einmal die Tempelei. Dann habe ich hier noch einen Haufen Platz, aber das ist okay. Sollen erstmal die ersten Leute kommen. Dann brauche ich natürlich erstmal eine Sperre hier und Arbeiterlager dort. Mit hier nochmal zwei Häuschen und dem nötigsten. Dann funktioniert nämlich hier auch die Fähre. Durch der Dock noch dazu. Und die Silos. Eins. Nein! Verdammt. Dann eben nicht. Komm weg mit euch. Ich war erst die Silos. Los, los, los. Okay, und natürlich brauche ich auch schon mal Warenlager für Stroh. Erstmal nur für Stroh. Und ja, jetzt sollten ja gleich die ersten Leute kommen. Ich mache hier mal noch so eine Verbindung. Genau, das läuft erstmal und mein Geld ist schon alle. Das heißt, ich sollte jetzt hier mal mit Schiffsammelgedöns anfangen. Erstmal ein bisschen.
Schauen, ob das noch reicht. 1, 2. Ja, habe ich ja wieder super gemacht. Dann geht es natürlich hier und da noch eine Sperre. So, kommt. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Dann hier Papyrus. Und auch hier 2 Häuser. Feuerwache, Architekt und Warenlager. Passt! Der Arzt passt jetzt nicht, aber okay. Das ist doch mal was. Könnte ich sogar noch eine Schilfsammelstelle an sich platzieren, aber die sollen erstmal Schilf sammeln. Überhaupt? Kriege, was kostet denn der Arzt? Arzt kostet 40. Und dann passt der auch noch hin. Cool. Okay. Das sollte jetzt erstmal langsam anfangen. Ich glaube, hier in der Mission, wenn ich das richtig gelesen habe, in meiner Vorbereitung, ich gehe natürlich nicht unvorbereitet hier rein, kommen sehr schnell, sehr zügig die ersten Forderungen. Ich hoffe, dass ich bis dahin wenigstens ein bisschen Papyrus verkauft habe. Oh, jetzt kann ich mir, jetzt kann ich mir natürlich die Handelsroute selbst nicht leisten. Das heißt, ich muss so oder so eine kleine Geldspritze mir gönnen. Wer will überhaupt meinen Papyrus haben? Das sind alles nur ägyptische Städte. Das ist schön, das weiß ich. Die habe ich alle gebaut. Fast alle. Aber wo ist denn hier? Blind? Das sind wir. Aber guck mal, was wir alles gebaut haben in den letzten 97 Folgen dieses Let's Plays. Ist das nicht geil? Aber warum will hier keiner mit uns? Ich bin blind, glaube ich. Können mit Mykene in Griechenland scheinbar handeln. Eine entfernte Stadt. Mhm. Hä? Bin ich doof? Ah, hier. Dachla, da ist es. Landroute, das ist schon mal gut. Ich brauche keinen Dock. Das gefällt mir sehr. So, jetzt ist natürlich... Ja, Geld alle. Da gibt es den El Credito. Das ist okay. Das jetzt, ich brauche eben ein bisschen Puffer, um die Löhne zu zahlen. Das darf ich auch nicht vergessen. Aber, ja. Büros einmal. Export? Nein, Export über null. Ich will doch nicht jetzt schon für die Pyramide sammeln. Okay, das ist doch mal ein Anfang. Das heißt, wir stellen mal... Ich bin eh schon da auf die normale Geschwindigkeit. Blub. Ich brauche Arbeitskräfte. Wer hätte das gedacht? Und los geht's. Ich bin echt gespannt, wie lange ich für diese Mission insgesamt brauche. Ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, dass ich überlege, dass ich Folge 100 extra lang ziehe. Entweder. Oder Folge 100 als Livestream mache und in Folge 100 diese Mission zu Ende spiele. Da warte ich immer noch ein bisschen auf ein Feedback. Also könnt ihr ruhig Meinungen sagen. Das wäre ja dann schon... Ja, obwohl, nee, vergesst es. Das wäre schon nächste Woche. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, alles am Stück aufzunehmen mit für Folge 100. Ja, okay. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Oder sagt es mir im Discord. Sagt, ey, Folge 100, fände ich voll geil, wenn du da einfach so ein 3-Stunden-Folge machst und dann haben wir dieses Let's Play mit runden 100 Folgen geschafft. Oder ihr sagt, Livestream wäre cool, den würde ich dann nächstes Wochenende machen. Obwohl da ja eigentlich schon der Fußball-Livestream ist, aber hey, warum nicht? Oder ihr sagt, ist mir egal, mach einfach, dann sind es halt 108 Parts. Ja, also da könnt ihr mich gerne einmal auf Ideen bringen. Während hier die ersten Leutchen einkehren. Hier sind sie schon da und sammeln schon Schilf. Schammeln so ein Silf. Und jetzt heißt es erstmal warten. Warten, dass hier die Leutchen alle kommen. Ich habe noch Platz für 236. Brauche noch 108. Das sollte also funktionieren, es sei denn, es kommen wieder nur Rentner und kleine Kinder. Und die Götter werden jetzt wohl langsam anfangen, mich argwöhnisch zu betrachten. Sollen sie machen. Hauptsache, es kommen hier mal langsam Leute auf die Farmen. Oh, das kann natürlich nicht funktionieren. Oh. Da muss ich ja hier auch nochmal abreisen. Ich Depp. So,
Das muss doch irgendwie effizienter gehen. Aber vielleicht könnt ihr ein bisschen Schilf abbauen. Oh, hier sind ganz schön viele Nilpferde tatsächlich. Ja, die werden meine Schilfsammler innen ganz schön belästigen sicherlich. Aber okay. Schilf ist da. Schilf ist zu viel da. Ich brauche also mehr Papyrus-Werkstätten. Wenn ihr das hier schon... Ja, eigentlich brauche ich viel mehr Werkstätten und viel weniger Sammelstellen. Warum habe ich das so oben gemacht? Natürlich Quatsch. So ist es sinnvoller. Weil natürlich produzieren das Rohmaterial ist ja immer schneller fertig als das Produkt. Und da ist der erste Käufer. Unsere lange und gefährliche Reise. Der ist ein bisschen zu früh. Tut mir sorry, die sind hier gerade noch am Machen. Ich habe keinen Handel. Gleich, beim nächsten Mal. Wenn du das nächste Mal kommst, dann haben wir was für dich. So, jetzt werden die Farmen langsam bewirtschaftet. Die nächste Ernte ist aber schon im August. Das wird ein bisschen eng. Könnte aber noch klappen. So, ich kann außerdem hier mal in die Lücken noch Schreine hauen. Hier vor allem für Osiris und Ptah. Ich hoffe, dass die Götter diesmal ein bisschen großzügiger sind, was die Hilfe bei den viel zu großen Pyramiden angeht. Und da ist die erste winzig kleine Ernte. So, und jetzt habe ich natürlich nicht genug Leute um im Warenlager beschäftigt. Das ist ärgerlich. Das heißt, die erste Landung Stroh landet im Wasser. Toll! Warum die nicht einfach loslaufen, auch wenn da nur 2 Arbeitskräfte sind von 6? Ich meine, warum gibt es diese Zahl, wenn das sowieso nicht genutzt wird? Außer, dass da hier der komische Dude steht und immer den ganzen Tag diesen einen Krug aufhebt und wieder hinsetzt. Ich weiß es nicht. Naja. Jetzt habe ich die erste Rolle Papyrus. Viel zu viel Schilf. Ich brauche mehr Werkstätten. Das funktioniert sonst nicht. Das mache ich hier nochmal ein Warenlager nur für Papyrus. Sonst kann ich das nirgends mehr ablegen, wenn die überall den Schilf reinschmeißen. So, kommt jetzt mal hier der Händler. Der kommt sogar von hier. Das heißt, der ist sogar auf... er hat einen kurzen Weg. Das ist schon mal gut. Und sobald er hier angefangen hat zu kaufen, weite ich das vielleicht mal ein bisschen aus und mache hier eine richtig große Papyrusindustrie draus, weil das wird, denke ich mal, unsere Haupteinnahmequelle sein. So viel Schilf, wie wir hier auch haben. Und wir brauchen immer noch Arbeitskräfte. Uiuiuiui. Ja, das ist wieder, ne? Also, arbeitsfähige Bevölkerung ist halt echt lächerlich wenig, die da kommt. Habe ich ja beim letzten Mal schon gesehen. Und hier gibt es schon den ersten Mangel an Unterhaltung. Haben wir noch nicht mal alle zu essen. Was gibt's hier? Ah ja, Attraktivität. Machen wir gleich. Ah, wir haben das der ist schon Papyrus gekauft. Ich bin Händler mit Leib. Wow, ich bin ganze Händler mit Leib 100 Rollen für ihn noch. Er nochmal 300. Ja, das muss schneller gehen. Zack, zack. Gebt mir mehr Papyrus. Ja, noch eine Werkstatt. Everybody gets a Werkstatt. Und es gibt noch mal ein kleines bisschen Essen. Und wir haben 500 Menschen. Hey, cool. Das Ganze jetzt noch 24 Mal und wir haben die Bevölkerung erreicht. Aber bis dahin ist natürlich noch ein sehr, sehr, sehr weiter Weg. Erstmal muss es hier überhaupt mal eine Ernte geben. Und ich sollte mal... Ich muss jetzt die Sperre mal hinsetzen. Das habe ich total vergessen. Jetzt gutachten Architekt und Feuerwehrmann den Zustand der Felder. Das ist natürlich Blödsinn. Und hier wird noch Unterhaltung geschrien. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier schon anfange, wenn noch nicht das Essen da ist. Aber besser ist es vielleicht. Cool. Oh, da ist es schon. 800 Holz. Ja. Die muss ich jetzt mal ganz schnell zaubern. Dann fange ich damit doch mal sofortig an. Mache ich hier einfach mal mitten rein eine Straße und Holzfällerlager und Warenlager und Häuser. Erstmal das Nötigste, damit die
Ja, eigentlich müsste ich ja immer zuerst die Häuser bauen. Denke ich mir gerade so, weil dann kommen die Leute ja schon langsam in die Stadt und ich kann, bis die da sind, kann ich die Industrie quasi bauen, die die Arbeitskräfte dann nutzt. So, das ist also meine kleine Holzindustrie. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass ich die Arbeitskraft dafür habe. Was halt nicht funktioniert, wenn das Essen knapp wird. Aber die können von mir aus wirklich mal etwas Unterhaltung bekommen. Noch reicht das Geld. Ein bisschen was kam ja schon rein. Gibt es hier noch die erste Bühne mit Jonglierschule. Ich baue jetzt hier noch kein großes Pavillon, obwohl ich hier eine schöne Ecke dafür hätte. Hier genauso. Eigentlich hier. Dann kann ich nämlich gleich den nächsten Wohnblock da dran setzen. Aber das das kostet. Deswegen gibt es hier erstmal ein wenig rudimentäre Unterhaltung. Vielleicht kann ich hier auch mit Plätzchen bereits die Gegend ein bisschen aufhübschen. Ja, das sieht gut aus. Ist immerhin ein bisschen. Aber es fehlt trotzdem hier und da natürlich an Arbeitskräften. 61. Oh, oh. Ja, das reicht vorn und hinten nicht. Hm. Habe ich vielleicht irgendwas, was ich eigentlich noch gar nicht wirklich brauche? Hm. Ich habe halt hier die Schilfwirtschaft, die... Oh, hier laufen die ersten Nilpferde amok. Das ist natürlich ärgerlich. Aber ja, kann ich jetzt erstmal nichts ändern, leider. Sorry. Aber was tut man nicht alles, um einen Job zu haben? In einer Stadt, in der es zu wenig Arbeitskräfte gibt. Aber hier, cool. Holz wird gesammelt. So, jetzt braucht er hier aber noch Arbeitskräfte, sonst kann ich das nicht einlagern. Aber die Forderung könnte machbar sein. Wäre halt cool, wenn ich hier angeben könnte... Oh, Gewerbe und Handel ist ja echt beschissen aufgestellt. Und es ist wirklich wenig, was ich hier... viel, was ich brauche. Aus diesem Schilf wird bester Papyrus gemacht. Tatsächlich, die brauchen immer... Ah, die brauchen immer 12. Dann reiße ich hier vielleicht nochmal... Ja. Die zwei ab. So, wo habe ich denn das ganze Gewerbe, das keiner nutzt? Das keine Arbeitskräfte hat. Dilo und das ist ja Nahrungsmittelproduktion. Vielleicht hier ein Arbeiterlager weniger. Gewerbe und Handel. Was zählt denn alles zu Gewerbe und Handel? Wahrscheinlich hier das alles. Die haben erstmal Basic Arbeitskräfte. Hier auch. Ja, es hilft ja alles nichts. Ich muss hier nochmal ein neues Wohngebiet bauen. Ganz offensichtlich. Und zwar mache ich das so, dass ich hier Pavillon schon mal setze. Dann hat das nämlich genau eine richtige Reichweite. Was kostet Pavillon? Viel zu viel. Also dann hier die Sperre. Dann kann ich hier einen Wohnblock quasi setzen und dann noch einen. Ist doch wie. Wahrscheinlich nicht. Egal. Also, mache ich den hier. So. Ah, es kam ja tatsächlich ein ordentlicher Schwung Geld schon rein. Nice. Also, da kann ich mich ja wirklich ein bisschen austoben. Hier und hier der Bazar. Hier einmal die Straße rum. Die Zisterne. Und hier noch eine. Ne, das ist ein bisschen doof. Hier die Zisterne. Hier Häuser. Ja, ich weiß, Nahrungsmittel sind knapp. Die sind doch unterwegs. Hier, das wird doch gleich ordentliche Ernte. Und da ist die Malaria. Das ist natürlich richtig kacke. Warum? Ich habe doch einen Arzt. Hä? Scheiße. Ja, so wird es natürlich nix. Brauche ich hier noch einen Zahnarzt? Eine Apotheke? Gegen Malaria?
Ich hoffe doch nicht. Wartet mal. Gesundheit. Risiken. Malaria. Tatsächlich. Ich brauche Apotheken, scheinbar. Ja, okay. Apotheken helfen bei Malaria. Ich war immer der Meinung, ich brauche dafür Ärzte. Aber okay. Das sollte natürlich jetzt mal schleunigst funktionieren. Und ich kann das Holz abschicken. Nice. Das heißt, ich kann das Holzgewerbe erstmal einstellen. Dann habe ich auch mehr Arbeitskräfte. So. Los Apothekos, die sind jetzt unterwegs. Natürlich wieder nicht da lang, wo er lang soll. Ich habe hier gleich das erste Massensterben. Und 500 Deben wollen sie für ein großes Bauprojekt. Für ein großes Bauprojekt. Ist ja nicht so, dass ich hier die größte Pyramide aller Menschengedenken errichten soll. Nö, ich soll dann auch noch fremde Bauprojekte mitfinanzieren, aber okay. Überschwemmungen bitte. Die sind alle super drauf, die Götter. Ich weiß zwar nicht warum, aber okay. Das heißt, ich könnte erstmal Reh einen Tempel bauen. Wie wär's denn damit? Jo. Dann gibt es hier trotzdem die Arztpraxis. Seuchen sind ja trotzdem da. Und hier natürlich die Apotheken. Oh, und natürlich, das sollte ich nicht vergessen. Und dann gibt's, komm, dann kriegt Reh auch nochmal Schreine. Gut. Und ich habe den nächsten Block. Ja, die große Getreideernte, die ist schon wieder alle. Gegend sollte attraktiver werden. Dagegen gibt es doch Statuen. So, Nilometer Überschwemmung nur durchschnittlich. Ja, ist immer noch besser als jetzt, weil jetzt ist es scheinbar keine Überschwemmung. Nächste Überschwemmung wird erwartet im August. Es ist November. Toll. Ja, schön. Das heißt, ich sollte mal anfangen und Fische fangen. Dafür brauche ich, glaube ich, Boote, ne? Ist auch wieder richtig, richtig viel Platz für Fischerboote. Oh, da, warum nicht dort? Kommt dann wahrscheinlich auch sollte wahrscheinlich eher ein Dock hin, aber na gut. Also hier, zack. Gucken, ob die noch zu den Häusern kommen, die da sind. Aber ja, das ist ja richtig ätzend. Scheiße, alles schon vollkommen unfruchtbar hier. Aber egal, ich mache hier mal so ein paar Bewässerungsgräben, zerfurche das ein wenig. Vielleicht hilft das. So, Königreichwertung steigt. Toll. Umrahmet das mal ein wenig mit Wässerungsgräben, auch wenn es nicht wirklich einen Unterschied macht. So, jetzt habe ich erstmal Menschen. Arbeitskräfte fehlen nicht mehr. Ich habe sogar sehr viele Arbeitslose. Und die brauchen jetzt doch eigentlich... Ja, die brauchen eine Werft. Mit anderen Worten, ich muss hier was bauen. Einmal hier Alibi-Häuschen mit der Werft. Und die... Und dann hier hin. Die kann sich dann das Holz schnappen. Da ich jetzt Arbeitslose habe, kann ich mir auch... So, hier muss noch eine Apotheke hin. Wichtig. Genau, ich habe jetzt Arbeitskräfte über... Heißt, ich kann auch die Holzproduktion wieder anrollen lassen. Und dann hat die Werft auch Material und alle haben was zu tun. Ich habe zu viel Schilf. Das ist okay, denn Papyruswerkstätten habe ich ja eh zwischendurch beseitigt. Da kommt gleich ein Nachschub. Ja, wird ja auch fleißig gekauft. Geld kommt also wieder rein. Hey, wir sind im Plus. Und eine neue Handelsroute nach Menatrophu.
Wo auch immer das ist, was auch immer das ist, was kaufen die denn Schönes? Die kaufen, die verkaufen Gerste und Kalkstein. Wunderschön, per Landroute. Damit fange ich doch mal gleich an. Ebenso sollte ich dann anfangen mit Tonproduktion. Also, ich fange mal gleich an mit Kalkstein. Hier. Nö, doch. Ich fange mal hier mit Kalkstein an. Importiere erstmal so viel wie geht. Je früher ich damit anfange, umso besser. Importieren bis zu, ja, keine Ahnung, von mir aus. Dann baue ich hier nochmal neue Häuser vielleicht. Oder ne, ich mache erstmal eine Sperre. Damit ich das hier in Ruhe bauen kann. Bevor die hier alles kaputt wuseln. Ich sehe gerade, ich schaue gerade auf die Uhr. Eigentlich bin ich mit einer halben Stunde drüber, plus die 10 Minuten von meinem Zwischengelaber. Würde ich sagen, wir machen heute mal eine lange Folge. Machen wir mal eine Stunde, damit sich das auch lohnt. Hab Bock. So. Also, Tongruben. Tongruben, Drohnenkuben. 2. Ah, okay. 3, 4, 5. Ach, Mist. Dann eben so. Dann kann ich doch bestimmt auf der anderen Seite auch noch. Ja, hier. Das sieht gut aus. Obwohl, halt den Hafen, den lasse ich mal, die Küste lasse ich mal frei. Genau, da geht nämlich ein Dock hin. Das passt doch gut. Ich setze es mal noch nicht. Brauche es ja noch nicht. So. Dann also so. Ist das vielleicht schon etwas zu viel des Guten? Dann mache ich hier die Sperre. Damit das hier mal ein unabhängiges Gebiet bleibt. Kriegen also auch hier alle Bedürfnisse. Und dann kann ich hier Töpfereien setzen und die Ziegelei. Ich mach mal hier die Töpfereien. Dann gibt es hier das Warenlager fürs Geschirr. Und dann gibt es... Ich kann es eigentlich hier dazwischen setzen. Ist ja egal. Jetzt hier das erste Warenlager für... Ne, halt, anders. Das ist das hier. Ein bisschen Min-Maxing hier. Die Ziegel eher in Richtung der Pyramide. Ja, genau, die kommt nämlich hier langsam. Da ist gar nicht mehr so viel Platz. Mhm. Passt genau. Wunderbar. Genau da, wo meine Straße aufhört, als hätte ich es gewusst. Genau da hört der Platz für meine Pyramide auf. Wunderbar. Also das sind hier alles die angehenden Ziegelfabriken. Habe ich das hier gemacht? Ja. Okay, und dann heißt, gibt es hier die Ziegeleien. Einmal herum. Ups. Wunderbar. So. Okay, was sagen die Götter? Nicht gut. Ich brauche einen Festplatz. Jupp. Hätte ich mal lieber das Tempo runtergenommen. Mache ich mal jetzt. Während ich bastelt noch Schreine und allen irgendwie noch ein paar Schreine baue. Mhm. Gerade Osiris sollte ich... die waren alle gerade noch super gelaunt. Und Schulden. Ups. Ja, okay. Ich habe ja jetzt auch eine riesige Industrie noch hier hochgezogen. Passiert. Passiert. Aber ja, so schnell geht's, ohne dass eine Segnung mal zwischendurch kam. So, das ist halt erstmal Lückenfüller, ne? Und ja, mir fehlen natürlich Arbeitskräfte.
Es kommen aber auch Leute. Und spätestens, wenn ich hier langsam die Töpferwaren habe. Ach Quatsch, da sollte ja mein Pavillon hin. Dann wird das auch was mit den Häusern. Aber jetzt muss ich erstmal... Oh Mist. Ich muss viel mehr Papyrus produzieren. Viel, viel mehr. Aber was ist eigentlich hier mein Limit? 5000. Okay. Ich glaube, wenn ich das... Wie war das, wenn ich das unterschreite, ist die Mission verloren oder so. Jetzt habe ich es gelöscht. Das ist natürlich doof. Aber ja, da sollte mal der Händler kommen. Kann ich noch irgendwas anderes exportieren? Oh, wow, ich habe unfassbar viel Holz. Warum? Oh, okay. Die Fischerboote sind tatsächlich alle bereits aktiv. Habe ich da also nochmal eine zusätzliche Nahrungsquelle, weil das andere Essen ist weg. Ja gut, die letzte Ernte war ja auch Mist. Ja, habe ich vielleicht etwas zu viel hier vorgehabt. Aber das kostet alles Geld. Und jetzt wollen sie Wildfleisch. Ja, da, sorry, da kann ich euch nicht helfen. Überhaupt nicht. Also, kann ich ja nur hier und dann ein Warenlager dafür und mal gucken, ob das... Aber das wird nichts. Weil ich glaube, die gehen wirklich die Vögel jagen hier. Und das, da brauche ich eine Brücke. So, ich weiß nicht, ob das was bringt. Aber, speaking of bring, wir wär's mal mit jemandem, der mir ja Papyrus abkauft. Das wäre ja cool, eigentlich. Oh, oh, ich habe einen, der mir Kalkstein verkauft. Jetzt habe ich natürlich mehr Geld ausgegeben noch. Ich werde da. Okay, er kauft Papyrus. Schön. Diese Waren zurück nach Hause bringe. Mal schauen, wie viel Geld ich da bekomme. Mhm. Ja, komm, da geht aber noch was. Ich bin Händler. Okay, da kommt noch einer. Aber da geht trotzdem noch was. Oder? Ist das alles? Ich bin Händler. Nur 500. Unsere lange und der kauft gar nichts. Der kommt extra, guckt sich den Papyrus an und sagt, das ist ja schön. Wahrscheinlich sind die jetzt schon am Kauflimit. Ugh. Da war ich wohl hier viel zu optimistisch. Da wollte ich hier schon groß anfangen. Und scheiterte. Nun, was soll ich dazu sagen? Dann muss ich wohl erstmal Geduld haben. Und hier das mal ein bisschen anlaufen lassen. Und eigentlich muss ich hier noch mehr Papyrus produzieren lassen. Ja, komm, die kosten ja nicht die Welt. Also, ja damit. Auch wenn Arbeitskräfte jetzt wieder überall fehlen, weil ich hier viel zu viel gebaut habe. Wie viele fehlen denn? 16. Na gut. Ah, die hauen jetzt auch wieder ab, weil ich nicht genug Essen habe. Aber jetzt laufen die Felder wieder. Das geht schon mal. Ansonsten kann ich ja eigentlich auch hier drüben anfangen und Essen produzieren. Ich könnte hier noch mehr Felder setzen. Also mehr Farmen. Natürlich wieder... Naja, ich mache das erstmal so. Muss doch irgendwie besser gehen vom Platz. Aber ich weiß auch nicht wie. Vielleicht wenn ich das hier die ganze Zeit innen lauf lang... Nee, das nee, macht ja eigentlich keinen Unterschied. Na gut. Das muss jetzt erstmal so laufen. Mit anderen Worten, ich mache vielleicht hier den Cut für diese Folge. Und lasse das erstmal laufen in der Hoffnung, dass ich hier nicht auf die minus 5000 rutsche. Und warte mal, bis ich ein bisschen Papyrus verkaufe. Und ja, dann sehen wir uns, wenn meine Wirtschaft ein bisschen stabiler ist und hier, ups, brr, die ersten Ziegel stehen und wir uns dann langsam mal Gedanken machen über die Pyramiden. Also, bis dahin. Ciao.